R-E-W-I-N-S-I-D. Okay, Google, where is Jesus? Ja, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Leute, da ich aufgrund meiner Kommentarstruktur feststellen musste, dass mehrere Leute sexuell nicht auf dem neuesten Stand der Technik? Technik, Sex-Technik. Dem neuesten Wissensstand sind, Leute, dachte ich mir, hole ich einen renommierten Sexwissenschaftler zu mir, und zwar Freddy. Pfeffer in die Thomas, kannst du vielleicht hinter dem Greenscreen weggehen? Das wäre echt super angenehm. Ja, meine Freunde, und dementsprechend haben wir uns heute sehr, sehr schöne Sexualkunde-Tests rausgesucht. Unter anderem auf testedich.de, natürlich auch auf schlorker.de und bei der Telekom gibt es auch irgendwo einen. Ich weiß zwar nicht warum. Wir haben hier natürlich unter anderem noch ein Wundermittel, ja, das verkauft Freddy in seinem Merchandise-Shop. Einfach mal reinschauen. Ja, Brunners... Vaseline. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem ersten Test auf testedich.de. Ja, erstellt von Matthias Seite. Lang, einen der renommiertesten Sexualforscher unserer Zeit, ne? Können wir mal ganz kurz auf Facebook nachgucken, wie Matthias Lang aussieht? Matthias Lang. Ja, guck mal, da ist er. Das Töpfchen. Ne? Hier. Zweite Reihe. Der? Dritte von links. Der? Dritte von das links. Das ist, glaube ich, Hitler. Zweite Reihe. Das ist Hitler. Ja, gut, Leute, haben wir auf jeden Fall schon festgestellt. Matthias Lang, wie gesagt, einer derjenigen, der auch gerne mal unter den Rock fasst, anstatt dann lassen wir es einfach. Fangen wir einfach an. Mal sehen, wie viel du schon über das Thema Sexualität weißt. Ja, schon 80.000 Mal gespielt. Super Bewertungen. Der Penis erhält eine Röhre für die Spermien und die eine für den Urin. Wahr. Ist es so? Ja. Wusste ich nicht. Perfekt. Die Frau hat ein Organ, das dem Penis des Mannes entspricht. Die Klitoris. Wahr. Ist educational Content hier, Alter. Ist voll geil, ja, Leute. Ich kenn das alles. Gute Monetarisierung. Depp. Periode, Menstruation, Menstruation, Regelblutung ist das gleiche. Nee. Der Monatszyklus ist ja was anderes, oder? Was ist denn der Monatszyklus? Das ist wahr. man sieht es einem Mädchen an, wenn es die Periode Blutung hat. Ja, also jetzt auch unter Umständen, je nachdem wie tief, eigentlich jetzt nicht, also in der Pubertät fühlen sich die Eierstöcke mit Eizellen. Ist doch kein Ölmessen, wie tief? Du musst mit so einem Ding rein. Ja. fühlen sich in der Pubertät denn die Eierstöcke mit Eizellen? Ja. Zu Beginn der Pubertät haben Jungs sogenannte feuchte Träume, indem sie manchmal nicht merken. Die habe ich immer noch, Alter. Man kennt das. Je größer der Hoden, desto größer die Spermienproduktion. Ja, oder je größer auch nee, die gar nicht, ne? Radioaktive Einstrahlung auf den Hoden. Ja. Ne? Die Tschernobyl-Klöten. Wer kennt sie nicht, Alter? Jede Periode ist 28 Tage lang und dauert 5 Tage an. 28 Tage lang? Das kann man nicht sagen. Dauert 5 Tage an? Ja, so jeder Zyklus ist 28 Tage. Ne, macht ja keinen Sinn, Alter. Ja, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Februar geht sie erst auf, ne? Was? Februar geht sich das auf. 28 Tage. Richtig, genau. Verstehste? Und dann fängt es an. Hatte ein Mädchen die erste Blutung, kann sie noch nicht schwanger werden. Das stimmt nicht. Ne, ist falsch, Alter. Sobald die erste Blutung kommt... Kind. Mädchen, die noch Jungfrau sind, können keine Tampons benutzen. Das stimmt. Nein. Klar. Warum? Ja, das öffnet sich doch erst, wenn... Oh, ist irgendwie ein unangenehmes Thema, finde ich langsam. Das sind auch ziemlich viele Fragen hier. Ach du Kacke. Gut. 30 Stück. Leute, das ist mir jetzt zu blöd hier. Wir machen das einfach jetzt so, weil, ganz ehrlich... Moment mal. Machen wir die vorletzte Frage, bitte. Kassieren kann sich nur ein Mann sterilisieren, nur eine Frau. Ist richtig, ja. Gibt es eine Art Kondom, Spirale ist ein Verhütungsmittel, die Pille, nein, hat keine Nebenwirkungen. Pille ist eine... Falsch. Kann ja auch verhüten. Trotzdem, ne? Genau. Ja. Spermienerguss nennt man auch eher. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Ein guter. Ja, das stimmt. Ja. Bei Frau gibt es auch einen Orgasmus. Falsch. Oh, nee. Vor dem Orgasmus treten keine Spermien aus, daher kann man nicht schwanger werden, wenn man, naja, genau. Was für ein Orgasmus? Hier. Auswertung. Gut, du weißt schon einiges Thema, es gibt auch noch viel Neues als zu lernen. Ob wir 18 von 30 richtig hatten. Freddy, du bist renommierter Sexualforscher. Educational Content CPM 3, 2, 1. Okay, Leute, jetzt gehen wir natürlich mal ein bisschen weiter, denn es gibt hier einen sehr interessanten Test von Schlaukopf.de. Was, die Schule nur mit Au? Ja, ist genau das, Freddy, wo du, glaube ich, den letzten halben Jahr deine Videos produziert hast. Ja, läuft nicht mehr, seitdem gibt es den Kanal aus, nämlich scheiße. Schaut mal vorbei, freut mich, danke. Ja, abonniert mal Sturmwaffe, ja, weil er ist gut und auch lustig. 2 Millionen auch Abonnenten geil. Stehen direkt vor der Tür. Ja, ehrlich jetzt, ne? Boah, auf jeden Fall. Ja? Weiß ich nicht. Okay, bei den Jungen beginnt die Pubertät immer früher als bei den Mädchen. Ja. Ist es so? Ja, weil der hat, und sie hat, und wenn so... Ich sag jetzt einfach mal ja, ich weiß, Pfeffer? Es war falsch. Es war falsch, Freddy. Ja, aber da kann ich ja, ja nichts für. Ja, machen wir sofort weiter. Ja. Die Pubertät beginnt bei der Jungen, der Penis zu wachsen, das ist richtig. Nee. Bei dir nicht? Oh, keine Pubertät. Machen wir weiter, alles klar. Gummihaut, die über das steife Glied gestreift wird. Sie verhindert, dass Spermien in die Gebärmutter gelangen. Sie schützt vor Geschlechtskrankheiten und AIDS. Luftballon.
Luftballon. Kondom natürlich. Das geht aber auch mit Luftballon, habe ich gehört. Tut wahrscheinlich nur extrem weh. Macht das bitte nicht nach, Leute. Wir möchten, dass ihr was lernt, okay? Mach das nicht nach, als ob jemand dir dann so Erfahrungsbericht schreibt am Ende. Digga, ich habe alles schon gesehen. Obwohl die äußerlichen Geschlechtsmerkmale eines Mannes sind Bartwuchs, breite Schultern, eine tiefe Stimme und voll ausgebildete Hoden und Penis. Voll ausgebildete Hoden und Penis, als würde es so eine Academy dafür geben, weißt du? Dass du voll ausgebildete Hoden und Penis Academy, Junge. So lange können Spermien überleben. Keine Ahnung, Alter. Habe ich bis jetzt noch nicht nachgezählt. Fünf Tage, ja? Glaube ich. Woher weißt du das? Hast du nachgezählt? Schmeckt das anders. Im Leben produziert eine Frau ca. 10.000. Ja, nee, 400. Voll wenig ja nur. Du kannst echt? 400 Kinder können die nur machen. Echt? Also deswegen... Nur, sagt er. Deswegen hey, geht ja gar nicht. Das ist ja, im Zyklus ist es ja... Ja, jeden Monat ein Kind. Ich glaube, maximal kann... kommt dann direkt da rein. Dann kommen die anderen immer raus. Ich glaube, das funktioniert so nicht, Freddy. Ja. Aber gut. Die Pubertät beginnt beim Jungen mit Bartwuchs. Ey, richtig. Nein. Auf jeden Fall. Nein, bei mir nicht. Megamäßig. Junge, ich habe noch immer keinen Bartwuchs. Ja, ich habe andere... Frag mal Dena, der hat immer noch keinen Bartwuchs. Alter. Ja, aber Felix ist auch 12. Und Felix in hier Pubertät ist aber falsch. Weil zuerst... wachsen nämlich die Hoden. Müssen wir mal kurz und das Felix, bei Felix, glaube ich... Kurz Felix nee, ich war gestern mit Felix schwimmen, alles gut. Die wachsen immer alles, noch. Alles super, die wachsen immer noch. Eine Eizelle wandert in der Gebärmutter durch, die Vagina, den Darm. Oh, ja, oh geil, Alter, einmal nee, durch. Durch den Eyeliner. Alter, einfach mal alles durchmachen, oder? Da sitzen dann auch oder? Die ganzen potenziellen Kinder schon drin. Mhm. Also das kommt nicht durch Spermium, eigentlich sind wir komplett unnütz als Männer. Und dann fahren die so durch den Darm und machen so... Und dann geht das immer so... Hormontabletten, die aus der Kombination von Hormonen, Östrogen und Gestagen bestehen. Sie unterdrücken den Eisprung. Das ist das chemische Mittel. Boah, ich habe gerade Scheidenpresser gelesen. Ne? Scheidenpresser. Machen wir weiter hier. Pille ist es, genau. Ne, man lernt einiges hier. Die Antibabypille muss jeden Monat einmal eingenommen werden. Ja, aber muss auch jeden Monat einmal. Also eigentlich jeden Tag. Jeden Tag. Ja, gut, okay, gut. Die Öffnung der Gebärmutter in der Scheide. Loch. 8.000. Ah. Ich dachte, 8.000 wäre richtig. 8.000? Ja, gut. Was ist das hier? 8.000? Machen wir weiter. Beim Jungen und Mädchen beginnt die Pubertät früher als bei was? Ja, beim Jungen beginnt früher. Schon wieder falsch, Mann, das war eben schon falsch, hallo. Alter. Hör auf mit deinem Wundermittel hier. Hallo, es ist Pfeffer. Es bringt nichts. Ich habe immer noch keinen Hoch im Aufzug. Ich habe immer noch keinen Hoch. Hä? Welche Hygieneartikel kann die Frau während ihrer Regelblutung nutzen? Schlüpferstürmer. Schlüpfer-Tampons und Binden. Ja. Slip-Einlagen. Das alles außer Schlüpferstürmer. Ja. Was sind denn Schlüpferstürmer überhaupt? Wie heißt der monatliche Zyklus bei einer Frau? Periode. Und noch? Tage, Regel, Menstruation. Nicht Geschlechtsverkehr. Was hast du gerade? Geschlechtsverkehr, Mann! In den Eierstöcken reift ungefähr alle 4 Wochen eine Eizelle heran. Sobald diese reif ist, verlässt sie den Eierstock und gelangt in den Eileiter. Diesen Vorgang nennt man... ist falsch, oder? Eisprung. Nee, nicht Eijump! Ecksprung. Das war richtig. 9 Monate befindet sich das ungeborene Kind im Mutterleib. Während dieser Zeit passiert Folgendes. Die Mutter gibt alle Krankheiten, Nikotin und Alkohol an das Kind weiter. Auf jeden Fall! Das, warum stimmt das nicht? Hä, ist doch richtig. Hey, war bei uns beiden auf jeden Fall so. Das Kind bezieht seine Nahrung durch die Nabelschnur in der Plazenta. Das Kind arbeitet das Fruchtwasser ein, da dieses reich an Sauerstoff ist. Nee, war auch alles ab. 2. Ja, gut. Ja, aber wir sind immer noch bei einer soliden 3. Eben, also genau. Also wir werden nicht direkt Vater, vielleicht doch. Genau. Nach dem Eisprung wird die Eizelle aufgefangen vom Trichter des Eileiters, ganz klar. Als ob du das wusstest. Nee. Bienenförmiges Organ, ne, birnenförmiges Organ mit dicken Muskelwänden und einem kleinen Hohlraum. Die Wände des Hohlraums Gebärmutter. Ja, Gebärmutter. Wer kennt sie nicht? Gebärmutter. Und dann sitzen die Kids da im Biotest, Alter. Gebärmutter. Gebärmutter. Wie heißt das männliche Geschlechtsorgan, bei dem der Hahn und Sperma unterschiedlichen Zeiten austreten können? Hypothese. Dickdarm. Hypotenuse. Bastuber. Alter. Ach, die Harnspermaröhre. Ja klar, Leute. Was denn mit dem Bastuber, Harnspermaröhre. Okay, 3,5. Wir sind eine Rolltreppe. Alter. Ich liebe diese Bilder. Jedes Mal bei diesem wunderbaren Test sind wir einfach... Information. Reservation. Es ist nicht mal eine normale Treppe. Es ist eine normale... Wir sind nicht mal... Das ist einfach eine Rolltreppe, wo jemand eine normale Treppe reingemacht hat. You only had one job, Jens. Sexualkunde-Quiz Teil 2. Fangen wir direkt an. Schwanger in der Badewanne. Geht das? Ja. Schwanger in der Badewanne. Ja, richtig. Ja, weiter. Perfekt. Top. Wie stark erhöht sich die Blutmenge im irrigierten Pimmel? Penis. 20-fache. 10-fache. 20. 100-fache. Um das 40-fache, Alter. Komm, Penis an. Gruselig, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Müsste das Wort Penis eigentlich piepsen? Nee, das ist okay. Das Penis! Ah! Gleich entmonetarisiert. Ich sehe schon dieses Zeichen wieder reinrollen. So, nein! Wie lange nach dem Sex wirkt die Pille danach? Ich glaube 24 Stunden. 24 Stunden, ja. 120. 120 Stunden. Ja, gut. Wie viel Ejakulat erhält ein Samenerguss? Boah! Hast du mal nachgemessen? Boah, ein Liter. Liter? Jedes Mal, das Alter. Das kommt dann davon, wenn man länger Zeit dann...
Daily. 2 bis 6 Milliliter? Nee, 12 bis 15, oder? Ja, ich sag 2 bis 6. Hast du auch gesagt, ja. Was versteht man unter Vaginismus? Vaginismus. Witzig. Eine Störung, bei der Männer krampfhaft in das weibliche Geschlechtsorgan denken, das hättest du dann, Freddy. Ja. Eine dauerhafte Verkrampfung der Scheide, unangenehme Scheidentrockenheit. Das ist echt ein unangenehmes Video, ne? Ja, aber mega. Aber ihr lernt was! Ja. Educational! Eine Störung bei deiner Männer, das ist auf jeden Fall falsch. Ja. Die Verkrampfung der Scheide. Verkrampfung, ja, kenn ich. Hab trotzdem drauf, ich sag das auf jeden Fall falsch und drück trotzdem drauf. Ja. Kann Alkohol die Erektionsfähigkeit fördern? Nein. Nein. Das ist... Hä? Was ist das denn? Fake News! Fake News! Was ist eine orgastische Manschette? Freddy, was ist denn ein das? Ein Sextoy, das auch im After eingeführt werden kann. Auf wenn jeden. Wenn der Mann, der Frau beim Orgasmus die Hals in Luft hat, was ist das denn? Ist das nicht Mord? Orgasmus? Ich glaube, das ist Mord. Ja, das ist das. Was? Das ist das. Sag ich doch! Wenn ein Muskelring, der sich ja perfekt... Freddy, wir wissen gar nichts. Wir sind gerade mal in der Schulbildung, 6. Klasse, Alter. Ekelhaft. Was ist eine Phimose? Ach, Gott, ein Phänomen, ja, bei dem die Tage ausbleiben, ohne dass sie schwanger ist. Die Verengung der Vorhaut, eine gutartige Vergrößerung der Prostata. Das erste. Ja, ich glaube auch. Wir wissen nichts, ne? Phimose habe ich also. Welchen Umfang hat ein irrigierter Penis durch? Sollen wir gucken? Umfang. Lass mal. Umfang ist schon krass, ne? Also die Dicke, ne? Ja, ja. Also ich spreche da aus den Umkleidekabinen dieser Welt. Aha. Also da laufen immer irrigierte Penisse rum. Muss sagen, 17,8. Eigentlich. Ich glaube, ich würde sagen das hier, oder? Die Dicke wird oft verkannt, sie beim trägsten Mann stattlicher. Was? Umfang? Also, ja, weiß jetzt nicht. Gut, hat man auch, glaube ich, noch nie gemessen. Ne? Einfach weiter jetzt, unangenehm hier. Wie viele Spermien produzieren die Hoden pro Tag? Millionen. Eine Million. Scheiße. Wir wissen gar nichts, Alter. Das ist eine Klappe. Guter Ansatz war schon dabei, aber nach dem Aufklärungsunterricht haben sie sich mit dem Thema Sex wohl oder in Praxis beschäftigt. Ja, ja, Sex, Alter, geil. Blättern Sie noch mal Literatur zum Thema Sexualität. Sie werden sich wundern, was Sie noch alles der Partnerin zu entdecken gibt. Hä, warum? Natürlich, meine Partnerin wollte schon immer meine Phimose entdecken oder was auch immer das gewesen ist. Leute, das war's in diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei mir im Merch-Store vorbei, da kriegt ihr dieses kleine Heilmittel. Also eigentlich kriegt ihr nur tollen Merch. Aber Leute, dieser Merch hilft euch auch bei eurer Sexualität weiter, denn ihr könnt damit... Lassen wir das einfach. Leute, schaut bei Stormwald vorbei. Das war's von diesem sehr, sehr lehrreichen, unterhaltsamen Video. Ich würde sagen, das war's. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis denne. Ciao, ciao.